Guten Morgen. Wir treffen uns heute zur 14. Verlegung oder Verlegungsrunde von Stolpersteinen in Augsburg. Bisher gibt es 60 Steine. Wir verlegen also jetzt den 61., 62., 63. und 64. heute. Der erste ist hier für Johann Rittl. Wir sind in der Kaltenhofer Straße 11. Zum Johann Rittl sage ich nichts, denn das kommt nachher. Die Schülerinnen von der Realschule 10. Klasse Stetten, stimmt's, haben das vorbereitet, die Biografie vorzulesen, den Johann Rittl vorzustellen. Ja, schön, dass also der Anteil von Stadträtinnen und Stadträten ist halt groß. Nein, es ist schön, dass man da auch das Interesse einfach gezeigt wird, gell? Von der Frau Wischnewski, von der Frau Hübke und von Herrn Akin. Danke, dass ihr da seid, das finde ich toll. Ja, was ist noch wichtig? Organisatorisch, wir machen das, es läuft ja immer ähnlich ab. Also jetzt nach meiner kurzen Begrüßung kommt dann ein Musikstück und dann werden die Biografien vorgelesen und in dem Rahmen wird dann auch der Stolperstein verlegt und dann gibt es noch einmal ein Musikstück und danach sage ich dann, wie es weitergeht an der nächsten Stelle. Habe ich was vergessen? Nö, danke. Johann Michael Rittl wurde am 29. März 1899 in Augsburg geboren. Seine Eltern sind der Landwirt Johann Rittl und seine Frau Franziska, geborene Krele. Die Familie hat einen Grundbesitz von 23 Tagwerk sowie 4 Pferde, 8 Kühe und viele Hühner. Das Grundstück ist im Bärenkeller, stadtauswärts rechts der Hirblinger Straße bis zum Gablinger Weg. In der Nähe befindet sich heute IKEA. Johann Michael Rittls Eltern sind fleißige Leute, denen es finanziell gut geht. Ihr Sohn wird verwöhnt. Im Juni 1917 wird Johann Michael Rittl mit 18 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen. Am 31. Mai 1933 verstirbt seine Mutter Franziska. Johann Michael übernimmt den elterlichen Betrieb. Das Wohnhaus der Eltern steht in der Kaltenhofer Straße 11. Im Haus werden auch Wohnungen untervermietet. Johann Michael Rittl heiratet im Januar 1931 die aus Stadtbergen stammende Landwirtstochter Kreszens Meyer, geboren 1901. Das Paar lebt in Gütergemeinschaft. In einem Ehevertrag setzen sie sich für den Todesfall gegenseitig als Alleinerben ein. Auch Kreszens bringt Grundbesitz mit in die Ehe. Mit Kreszens hat Johann Michael eine gemeinsame Tochter, Franziska, geboren am 20.10.1932. Johann Michael Rittl ist alkoholkrank. Dies bringt ihn selbst und seine Familie an den Rand des Abgrunds. Im Juli 1935 wird er vom Wohlfahrtsamt in der Ulmer Straße der städtischen Trinkerfürsorge als schwerer Trinker gemeldet. Von der Trinkerfürsorgestelle wird Johann Michael Rittl immer wieder vorgeladen, aufgesucht, ermahnt und verwarnt. Ihm wird mit Entmündigung, Entziehungskur und Unfruchtbarmachung gedroht. Am 22. Juli 1936 erstellt Obermedizinalrat Dr. Hermann Pfannmüller die folgende Diagnose: Alkoholzittern, willensschwach und haltlos, reizbar, schnell aufbrausend. Pfannmüller ist später einer der größten Befürworter der Krankenmorde. Als Chef der Heilanstalt Egelfing H. ist er für zahllose Krankenmorde verantwortlich. Johann Michael Rittl kommt von seiner Sucht nicht los. Wiederholt kommt er betrunken nach Hause. Er beschimpft und bedroht seine Ehefrau und demoliert die Einrichtung, auch in Anwesenheit der Tochter. Er hat Schulden bei Privatpersonen, Geschäften und in Kneipen. Hinzu kommen Gerichtskosten sowie Kosten aus Zahlungs- und Verstreckungsbefehlen. Um seine Schulden zu bezahlen, muss er viele Grundstücke verkaufen. Seine Frau ist verzweifelt. Am 7. Juni 1938 ersucht die Trinkerfürsorge das Polizeipräsidium Augsburg, Johann Michael Rittl unter besonderer Aufsicht zu nehmen. Das Ziel ist, eine Entmündigung zu vermeiden. Johann muss eine Erklärung unterzeichnen, in der er seiner Ehefrau erlaubt, die Mieten in seinem Haus einzuziehen.
Seine Betreuung durch die Caritas wird intensiviert. Im März 1939 misshandelt Johann Michael Rittel seine Frau in betrunkenem Zustand. Er wird verhaftet. Am 4. Juli 1939 wird Johann Michael Rittel vom Amtsgericht Augsburg entmündigt. Sein Vormund stellt den Antrag auf Unterbringung in einem Arbeitshaus. Für den Fall, dass er keine Arbeit aufnimmt, wird die Verbringung im KZ Dachau erwogen. Dort fehlt er sehr oft. Nach wie vor verkauft er, was er kann, um an Alkohol zu kommen. Sogar Hühner, Eier, Wäsche und Schuhe. Als er wieder einmal nicht zur Arbeit kommt, besucht ihn ein Kontrolleur der MAN. Johann Michael Rittel ist total betrunken. Der Vorfall wird der Polizei gemeldet. Johann Michaels Ehefrau Kreszens befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Sie möchte ihrem Mann helfen. Der jedoch bedroht sie und das Kind immer wieder. Die Fürsorgestelle besucht die Familie bis zu 4-mal am Tag. Kurz nach Kriegsausbruch wird Johann Rittel am 4. September 1939 zum Kriegsdienst einberufen. Er kommt zu einer Einheit, die in Kriegshaber stationiert ist. Nach einem dreitägigen Urlaub kehrt Johann Michael Rittel nicht mehr in die Kaserne zurück. Die Militärpolizei holt ihn nach 5 Tagen zu Hause ab. Daraufhin wird Johann Michael Rittel zu einem anderen Truppenteil versetzt. Kurz vor Weihnachten 1939 wird er aus dem Wehrdienst entlassen. Zu Hause verhält sich Johann Michael Rittel wie vorher. Er schlägt seine Ehefrau. Caritas, Gesundheitsamt und Kriminalpolizei besprechen das weitere Vorgehen. Schwester Annunziata Goderer von der Caritas empfiehlt als letzte Chance einen Entzug in Kaufbeuren. Kriminalrat Steindl lässt überprüfen, ob Johann Michael Rittel in ein Konzentrationslager geschickt werden kann. Die Chefin der Trinkerfürsorgestelle des Gesundheitsamtes macht den folgenden Vermerk. Ob er Dachau lebend verlässt, ist bei seinem derzeitigen Zustand sehr fraglich. Er ist völlig heruntergekommen, körperlich und seelisch. Nach 4 Wochen in Polizeihaft wird Johann Rittel am 14. Dezember 1940 ins KZ Dachau eingeliefert. Er hat die Haftnummer 22.837. Als Haftgrund wird arbeitszwangreich auf seiner Karteikarte vermerkt. Am 30. Januar 1941 verstirbt Johann Rittel im KZ Dachau. Der Totenschein gibt als Todesursache Versagen von Herz und Kreislauf an. Johann Michael Rittel wurde im KZ Dachau ermordet und auf dem Nordfriedhof in Augsburg im Familiengrab beigesetzt. Das Grab gibt es nicht mehr. Johann Rittel war für seine Alkoholabhängigkeit, seinen Jähzorn und seine Streitlust bei seinen Nachbarn und bei den amtlichen Stellen bekannt. Diese haben seine Einlieferung ins KZ Dachau am 14. Dezember 1940 herbeigeführt. Seine Rehabilitation war mühsam. Der Versuch eines Entzugs wurde nur angedacht. Schließlich gab die Initiative der Polizei den Ausschlag für seine Einlieferung in das KZ Dachau. Sowohl die Caritas als auch die Trinkerfürsorge beim Gesundheitsamt sprachen sich für die Inhaftierung Johann Rittels im KZ aus. Die Biografie wurde von Herrn Dr. Bernhard Lehmann vom Verein gegen Verlassen für Demokratie verfasst. Wir wollen an Johann Rittel mit einer Biografie und einem Stolperstein erinnern. Niemand saß zu Recht im KZ. Also, vielen Dank an alle Beteiligten. Vor allem natürlich Dr. Lehmann für die Biografieerarbeitung und den Schülerinnen fürs Vortragen. Manche haben es schon gesehen, da gibt es diese Broschüren, die sind frei, über Stolpersteine und auch die anderen Erinnerungszeichen in Augsburg, wo die liegen, Hintergründe und so mit Wegen, Vorschläge, wo man da gehen kann. Also bitte mitnehmen. Und die nächste Stelle für heute ist die Schulstraße 4 um 11 Uhr. Verlegen wir einen Stolperstein für Ludwig Ott. Das ist da hinten bei der inneren Ufer, da in der Nähe.
Guten Morgen oder guten Tag, hallo, liebe Gäste. Sieht so fast so aus, wenn die meisten schon bei der ersten vorhin da waren. Ich sage vorsichtshalber alles nochmal, man weiß ja nicht, wer jetzt was dazugekommen ist. Also wir haben heute die 14. Verlegungsrunde in Augsburg von Stolperstein und haben bisher mit dem von heute um 10 Uhr haben wir jetzt 61 Stolpersteine in Augsburg verlegt. Jetzt kommt also der 62. hier in der Schulstraße 4 für Ludwig Ott. Nachdem Musikstück eingespielt wird, werden die Schülerinnen vom Städteninstitut, von der Realschule 10. Klasse, die Biografie vortragen. Deswegen zum Opfer sage ich jetzt nichts. Das machen die dann. Die Biografie ist erarbeitet worden von Dr. Lehmann. Und dann werden wir gegen Ende den Stolperstein verlegen und dann noch ein Musikstück spielen. Und wie es weitergeht an den nächsten Stellen, sage ich dann an. Ludwig Ott wird am 21. Juni 1886 als Sohn eines Webers und Fabrikarbeiters geboren. Seine Eltern Josef und Katharina Ott haben am 2. Februar 1867 geheiratet. Ludwig hat 9 Geschwister, von denen 2 als Kleinkinder sterben. Die Kinder sind an unterschiedlichen Orten geboren. Die Familie war also vermutlich viele unterwegs, weil der Vater in verschiedenen Städten nach Arbeit gesucht hat. Wie sein Vater erlernt Ludwig das Weberhandwerk. 1904 zieht er mit seinen Eltern von Lörrach nach Augsburg. In Augsburg wohnt die Familie von 1904 bis 1910 in der Flurstraße 41, dann in der Ulmerstraße 60, in der Mühlstraße 30 und in der äußeren Uferstraße. Ab August 1911 wohnt die Familie hier in der Schulstraße 4. Ludwigs Vater stirbt im Mai 1913. Bis 1923 ist Ludwig bei seiner Mutter gemeldet. Ab seinem 18. Lebensjahr arbeitet Ludwig in der Buntmalerei Riedinger und danach in der Maschinenfabrik Reichenbach. In beiden Unternehmen hat er den Ruf eines Sonderlings. 1908 tritt Ludwig in den Militärdienst ein. Er dient beim 3. Infanterieregiment in Augsburg. Seine Vorgesetzten fällt sein seltsames Verhalten im Frühjahr 1910 auf. Ludwig vernachlässigt seine Pflichten und zieht sich von seinen Kameraden komplett zurück. Als er über Schwindel klagt, kommt er ins Lazarett der Garnison. Dort wird deutlich, dass Ludwig an einer psychotischen Erkrankung leidet. Vom Arzt wird er als erwerbsunfähig eingestuft. Im November 1910 wird Ludwig Ott aus dem Militärdienst entlassen. Er erhält eine Rente. Arbeiten kann Ludwig nicht. Seine Mutter betreute ihn. Als seine Mutter 1917 verstirbt, kommt Ludwig zunächst für 4 Wochen in die psychiatrische Abteilung des Augsburger Krankenhauses. Mit der Zustimmung seiner Familie wird er im Juli 1917 in die Heil- und Pflegeanstalt Irsee eingewiesen. Da er von seiner Mutter Geld geerbt hat, ist sein Unterhalt bis zum Mai 1923 abgedeckt. Auch seine Militärrente wird für die Pflege herangezogen. Die Gesundheit von Ludwig Ott bessert sich in Irsee nicht. Die Ärzte gehen auch davon aus, dass sein Zustand so bleiben wird. Sie halten Ludwig für einen Autisten. Ludwig wird in der Landwirtschaft beschäftigt. Seine Geschwister besuchen ihn mehrmals. Ab 1944 verschlechtert sich die Gesundheit von Ludwig. Ab Februar 1945 ist er bettlägerig. Am 16. März 1945 stirbt er. Sein Bruder und Vormund Johann erhält am 17. März 1945 das folgende Telegramm. Ludwig Ott verstorben. Die Leiche wird feuerbestattet, wenn nicht Einspruch erhoben wird. Feuerbestattung am 27.03.1945. Ludwig Ott war bei seinem Tod 58 Jahre alt. Ein Blick auf die Gewichtsliste von Ludwig Ott bestätigt, dass die Anstaltsleitung seine Ermordung in die Wege geleitet hat. 1941 hat Ludwig Ott ein Gewicht von 76 Kilo. Dann nimmt er kontinuierlich ab. Im Dezember 1942 wiegt er noch 62 Kilo. Im Juni 1944 48 Kilo und im Februar 1945 noch 48 Kilo.
Es ist eindeutig, dass Dr. Faltheuser Ludwig Ott die sogenannten Entzugskost verabreichen ließ. Diese kam ab Oktober 1942 in Kaufbeuren zum Einsatz. Die Hungermethode wurde von Dr. Faltheuser entwickelt, um nach der Beendigung der sogenannten Aktion T4 Patienten zu töten. Sie erhielten über Monate hinweg nur dünne Suppe, in Wasser gekochte Gemüsereste. Nach wenigen Monaten waren sie so geschwächt, dass sie sich aus der kleinsten Erkältung eine tödliche Lungenentzündung, entwickeln konnte. Über einen längeren Zeitraum wurde Ludwig Ott vermutlich auch eine Überdosis an Medikamenten verabreicht, um seinen Tod zu beschleunigen. Die Asche des Verstorbenen wurde am 20. Mai 1945 auf dem Anstaltsfriedhof in Kaufbeuren beigesetzt. Die Biografie wurde von Dr. Bernhard Lehmann gegen Vergessen für Demokratie verfasst. Wir wollen am letzten freiwilligen Wohnort von Ludwig Ott mit einem Stolperstein an ihn erinnern. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Gäste. Wir sind ja jetzt schon an der dritten Stelle für heute. Heute ist die 14. Stolpersteinverlegung oder Runde von Verlegungen in Augsburg. Und heute wurden schon der 61. und der 62. Stein verlegt, sodass das hier der 63. sein wird. In der Jesuitengasse 24, frühere Nummer 28, da gab es mal eine Verschiebung, wird ein Stolperstein verlegt für Matthäus Merkle. Die Biografie wird der Biograf selber vortragen, der Dr. Lehmann. Und eine musikalische Untermalung noch. Und am Ende melde ich mich dann wieder, wie es für heute weitergeht. Danke. Matthäus Merkle ist am 26. Juni 1886 in Donauwörth geboren. Seine Eltern sind der Schneidermeister Matthäus und die Hausfrau Anna Merkle, geborene Stärker. Über seine schulische Laufbahn und berufliche Ausbildung ist uns wenig bekannt. Matthäus ergreift den Beruf eines Monteurs. Als Gefreiter im Ersten Weltkrieg wird er ernsthaft verletzt. Matthäus gerät mehrmals nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Gesetz in Konflikt. 1918 ist er in der Strafanstalt Amberg. 1924 verbringt er einige Wochen in der Strafanstalt Augsburg. Die Gründe hierfür sind uns nicht bekannt. In Zeiten der Hochinflation 1923 lernt er seine aus Heder bei Dinkelscherben stammende Frau Rosa, geborene Wiedemann, kennen, die er im Dezember 1924 heiratet. Mit ihr hat er drei Kinder, zwei Töchter, Elisabeth, geboren 1925, und Rosa, geboren 1926. Der Name des dritten Kindes ist uns nicht bekannt. Mitte Juni 1927, also mit 41 Jahren, wird Matthäus Merkle erstmals in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren eingewiesen. Im Februar 1928 ist er wieder in Augsburg nachweisbar. Von Juni 1929
bis September 1932 und von Mai 1933 bis September 1933 ist er wiederum in der Heilanstalt Kaufbeuren. Die Ursache seiner Aufenthalte ist seine Suchtkrankheit. Am 5. August 1930 wird Matthäus vom Amtsgericht Augsburg aus dem gleichen Grund entmündigt. Seine Ehe mit Rosa wird am 17. Januar 1934 vom Landgericht Augsburg aus Verschulden des Ehemanns geschieden. Mittlerweile hatte die bayerische politische Polizei Bezirksamt Deggendorf Matthäus am 21. November 1933 mit 14 weiteren politischen Oppositionellen in Schutzhaft genommen und ihn ins KZ Dachau überstellt. Matthäus Merkle hatte sich in Deggendorf politisch gegen den Nationalsozialismus positioniert. Möglich ist aber ebenso, dass Matthäus Merkle als asozial taxiert und die Schutzhaft entsprechend auf ihn ausgeweitet wurde. Ab 7. November 1934 ist Merkle in Augsburg Ferle 10 gemeldet. Ab Mitte Dezember 1934 ist er wieder in der Jesuitengasse 28 wohnhaft. Seine weiteren Aufenthalte im KZ kennen wir allerdings. Die KZ-Lagerleitung Dachau führt eine eigene Liste der Häftlinge, die bereits zum zweiten Mal oder häufiger im KZ Dachau arretiert wurden. KZ-Aufenthalte von Matthäus Merkle. Oktober 35 bis Ende Mai 1936 im KZ Dachau. August 36 bis Mitte Oktober 1937 KZ Dachau. Mitte Dezember 1937 bis Ende September 1939 KZ Dachau. Von dort bis Ende August 1940 KZ Mauthausen. Danach bis zum 17. Februar 1942 KZ Dachau. Am 17.02.1942 Invalidentransport nach Hartheim-Linz. 1942 kommt Matthäus Merkle mit einem sogenannten Invalidentransport mit weiteren 59 Häftlingen, die Buchstaben L bis M, in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz und wird dort mit Gas ermordet. Nach Einstellung der Krankenmorde der Aktion T4 im August 1941 werden im Rahmen der Aktion 14F13 nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge zu ihrer Ermordung nach Hartheim bei Linz gebracht und meist am gleichen Tag durch Gas ermordet. Vom 3. bis 7. September 1941 begutachteten Professor Hermann Nitsche, Professor Werner Heide, Dr. Theodor Steinmeier, Dr. Rudolf Lohnauer und andere rund 2000 Häftlinge im KZ Dachau. Für kranke und invalide Häftlinge gab es in Dachau ein eigenes Invalidenlager. Im Verlauf der sogenannten Sonderbehandlung 14F13 wurden Häftlinge auch unabhängig von der T4-Gutachtergruppe selektiert. Kranke und arbeitsunfähige Gefangene wurden direkt aus den Revieren und Blocks zusammengeholt und in ein Ärztezimmer geführt. Die Häftlinge wurden aber nicht untersucht, sondern die Selektion wurde rein nach ihrem Aussehen vorgenommen. Im Januar 1942 erfolgte der erste Invalidentransport nach Hartheim. Matthäus Merkle wird am 17.02.1942 mit der ersten Welle
bei einem der 15 Transporte nach Hartheim verbracht. Die Häftlinge mussten sich im Häftlingsbad ausziehen, ihre Krücken, Prothesen, Brillen und Kleider ablegen und wurden mit alter Kleidung ausgestattet. Anschließend wurden diese Häftlinge auf LKWs verladen und nach Hartheim abtransportiert. Die erste der fünf Wellen vom Januar bis März 1942 umfasste 15 Transporte mit 1452 Häftlingen. Die zweite vom Mai bis Juni 1942 sechs Transporte mit 561 Häftlingen. Die dritte im August 1942 zwei Transporte mit 181 Häftlingen. Die vierte Welle im Oktober 1942 drei Transporte mit 330 Häftlingen. Die fünfte von Ende November bis Mitte Dezember 1942 sechs Transporte mit 69 Häftlingen. Den Verwandten wurde mitgeteilt, dass Matthäus Merkle am 26. April 1942 in Dachau an Versagen von Herz und Kreislauf bei Darmkatarrh verstorben sei. Todesursache und Todeszeitpunkt waren frei erfunden, um die wahren Umstände der sogenannten Invalidentransporte und die Morde an den Häftlingen zu vertuschen. Matthäus Merkles Todestag ist der 17. Februar 1942. Seine sterblichen Überreste sind auf dem Westfriedhof in Augsburg beigesetzt. So, liebe Gäste, ich darf Sie euch herzlich begrüßen zum heutigen letzten Verlegestelle. Wir haben heute insgesamt als Runde gerechnet die 14. Verlegung von Stolpersteinen in Augsburg. Und das ist hier die vierte und heute letzte Stelle. Das wird der 64. Stolperstein in Augsburg. Vielleicht ganz kurz zum Ort, weil das echt interessant und verwirrend ist. Die Adresse ist Rosengasse 3, die gibt es aber nicht. Die heißt Jakobusstraße 52 und trotzdem, die haben das mal umgedreht bei der Stadt und trotzdem ist hier der Wohneingang und hier auch die Hausnummer angebracht und hier hat er auch gewohnt, deswegen verlegen wir hier. Man kann also auch auf der falschen Seite landen bei der Hausnummer, ist ein bisschen verwirrend. Also die Hausnummer existiert nicht, die Nummer 3, das ist aber hier, wo wir nachweislich stehen. Und hier wird ein Stolperstein verlegt. Für Wilhelm Lang, zur Biografie, zum Opfer sage ich nichts. Das macht dann später der Dr. Lehmann. Wilhelm Lang ist am 15. Februar 1907 in Augsburg geboren. Seine Eltern sind der Mechaniker Wilhelm und die aus Unterfinningen, aus dem Landkreis Dillingen, stammende Maria Lang, geborene Schwenkreis. Familie wohnt in der Rosengasse 3 in Augsburg. Wilhelm hat zwei ältere Geschwister, Regina, geboren 1902, und Otto, geboren 1905, sowie zwei jüngere Schwestern, Maria,
geboren 1912, und Carolina, geboren 1914. Wilhelm besucht 8 Klassen Volksschule sowie 2 Klassen Berufsschule. Er hat ordentliche Noten. In einer 4-jährigen Lehrzeit erlernt er den Beruf eines Mechanikers bei der Firma Moser am Vogeltor in Augsburg. Die Gesellenprüfung besteht er mit Bravour. Danach ist er 2 Jahre arbeitslos. Er arbeitet hin und wieder als Weber. Später ist er ein halbes Jahr in der Landhilfe tätig. Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise mit 6 Millionen Arbeitslosen in Deutschland. Wilhelm versucht, sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Von 1929 bis 1935 wird Wilhelm als Bauhilfsarbeiter bei verschiedenen Firmen beschäftigt. Von 1935 bis 1940 arbeitet er als Mechaniker bei den Arado-Flugzeugwerken in Potsdam-Babelsberg. Am 1.12.1940 wird Wilhelm zur Wehrmacht eingezogen und kommt als Kraftfahrer zum Einsatz. Er soll mit seiner Kompanie die Demarkationslinie an der Westfront sichern. Offensichtlich hat er an der Front ein Schlüsselerlebnis, denn ab Ende Juli 1941 fällt er seinen Vorgesetzten durch eigenartiges Benehmen auf. Er spricht mit niemandem, korrespondiert auch nicht mehr mit der Familie, benimmt sich seinen Kameraden gegenüber gleichgültig und wirkt teilnahmslos. Er vernachlässigt seine militärischen Pflichten. Am 3. August entfernt er sich unerlaubt von der Truppe. Lang kommt deswegen dieses Vergehens und seines auffälligen Verhaltens ins Feldlazarett Nancy. Gleichzeitig wird er vom Militärgericht angeklagt. Der ärztliche Gutachter stellt zweifelsfrei eine psychotische Erkrankung fest. Infolge der diagnostizierten Erkrankung wird Wilhelm Lang vom Truppenarzt im Januar 1942 aus der Wehrmacht entlassen. 2 Tage später tritt Wilhelm Lang eine Stelle als Mechaniker bei der Firma Seiler in Augsburg, Oblatter Wallstraße, an. Er verdient 28 Reichsmark wöchentlich. Nach Angaben seiner Eltern war Wilhelm vor seinem Fronterlebnis ein geselliger, freundlicher und gutmütiger Mensch, sparsam, ordentlich und gewissenhaft. Seit seiner Entlassung aus der Wehrmacht ist er vollständig verändert und zurückgezogen. Am 2. April 1942 beantragt der Bezirksarzt der Stadt Augsburg, Dr. Hermann Eller, die Zwangssterilisation des Wilhelm Lang. Auf diesen Schock hin stellt Wilhelm die Arbeit vollständig ein und ist nicht mehr ansprechbar. Er wird am 16. April 1942 in Fürsorge genommen und zur Untersuchung beim Gesundheitsamt vorgeladen. Das Gesundheitsamt empfiehlt dem Erbgesundheitsgericht Augsburg die Unfruchtbarmachung des Wilhelm Lang. Der Vorsitz des Landgerichtsrats Dehne, Obermedizinalrat Dr. Steidle und Bezirksarzt Dr. Göring veranlasst das Gericht auf der Basis des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14.07.1933 seine Zwangssterilisation. Ende August 1942 wird im Krankenhaus Kaufbeuren seine Zwangssterilisation vorgenommen. Seit 26. Mai 1942
befindet sich Wilhelm nämlich in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren. Nach einigen Tagen wird er als geheilt entlassen und darf am 6. September 1942 zurück nach Augsburg zu seinen Eltern, muss sich aber regelmäßig in der offenen Fürsorge einfinden. Es folgen weitere Einweisungen in Kaufbeuren im März und September 1943. Ausdrücklich bestätigen die Ärzte, dass er sich als zuverlässiger und fleißiger Arbeiter erweist. Bei seinen Aufenthalten wird Wilhelm wiederholt extrem schmerzhaften Elektroschockbehandlungen unterzogen. Er erleidet insgesamt 17 derartige Torturen. Wilhelm hofft auf Entlassung, aber dazu kommt es nicht mehr. Die Verfasser des 2020 erschienenen Kaufbeurer Gedenkbuches haben darauf hingewiesen, dass, ich zitiere, die gehäufte Erwähnung der Arbeitsunfähigkeit des Patienten, die Zunahme von entwertenden Beschreibungen, die fehlenden Erwähnungen einer medizinisch nachvollziehbaren Krankheit, das Unterlassen von therapeutischen Bemühungen und die mangelnde Plausibilität des raschen Todes mit großer Sicherheit erkennen lassen, wer Opfer der kranken Morde wurde. Zitat Ende. Genau solche Indizien finden sich in Wilhelm Langs Patientenbeobachtungsbogen vom Januar bis September 1944. Die Eintragungen beschreiben den körperlichen Rückgang des Patienten, der sich nicht mehr auf den Beinen halten könne, seine Arbeitsunfähigkeit und schließlich seinen Tod am 25. September 1944 mit dem Verdacht auf Tuberkulose. Wir müssen davon ausgehen, dass Wilhelm Lang durch die sogenannte Entzugskost ermordet worden ist. Der Anstaltsleiter Dr. Valentin Faltlhauser entwickelt 1941 nach der Beendigung der Ermordung nicht lebenswerten Lebens in Grafeneck und Hartheim der sogenannten Aktion T4, die sogenannte Hungermethode, um Patienten zu töten. Sie erhalten über Monate hinweg nur noch dünne Suppe, in Wasser gekochte Gemüsereste und sind nach wenigen Monaten so geschwächt, dass sich aus der kleinsten Erkältung eine tödliche Lungenentzündung entwickelt. Zudem wird Wilhelm Lang über einen längeren Zeitraum hinweg eine Überdosis an Medikamenten verabreicht. Weil er bettlägerig wird, kommt eine Lungenentzündung dazu. Sein Gewicht von ehemals 73 Kilogramm von 1942 geht auf 52 Kilogramm zum Todeszeitpunkt zurück. Wir wollen an Wilhelm Lang mit einer Kurzbiografie und diesem Stolperstein erinnern. Ungeplant sagt zum gleichen Datum noch etwas kurz der Wolfgang Kraus. Und dann verabschiede ich euch und sage, wie es weitergeht. Ja, ich bin vorhin vorbeigekommen bei der anderen Verlegung. Ich wusste nichts davon, einfach zufällig. Und mir ist aber jetzt eingefallen, dass heute am 28. April 1528, ist bald 500 Jahre her, in Augsburg ein Täufer hingerichtet wurde. Hans Leupold, die Täufer waren ja eine widerständige Bewegung,
die weder mit der lutherischen Reformation noch mit der hergebrachten katholischen Kirche was anfangen konnten, der Bauernbewegung nahestanden und auch von Frieden, Gerechtigkeit und demokratischer Mitbestimmung geträumt haben. Ich gehöre hier zur Mennonitengemeinde und ich muss auch ein Schuldeingeständnis hier vorbringen, weil eigentlich hätten wir in unserer DNA, als von der Täuferbewegung herkommend, im Dritten Reich auch Widerstand leisten müssen, was unsere Leute nicht getan haben. Wir haben diese Widerständigkeit im Lauf des 19. Jahrhunderts verloren und uns an den aufkommenden Nationalismus auch angepasst. Also Hans Leupold vor fast 500 Jahren am selben Datum wie heute, 25.04. in Augsburg hingerichtet. Ihm wurde gesagt, er würde aus Gnaden mit dem Schwert vom Leben zum Tod befördert, wegen Aufruhr und Gotteslästerung. Und er rief dann aber laut aus vor dem Rathaus, nicht so, ihr Herren von Augsburg, sondern vom Tod zum Leben. Danke. Danke, Wolfgang. Ja, so interessanter Zufall, gleiches Datum. Wolfgang kenne ich schon von Ostermarsch, aber kommt zufällig bei uns vorbei und erinnert sich, was am gleichen Datum passiert ist. Spannend. Also danke nochmal an alle Beteiligten. Ich wollte mich auch beim Bauhof bedanken, aber die haben sich schon verdrückt. Wir haben so leise uns verabschiedet. Ich mache es jetzt trotzdem. Die wissen, glaube ich, das ist so. Bei Bernhard Lehmann jetzt nochmal für die Biografie und bei allen Beteiligten und Gästen. Die nächsten Verlegungen in Augsburg finden statt am 21. Juni. Details gibt es dann auf unserer Homepage stolpersteine-augsburg.de. Und jetzt in Kürze am 6. Mai gibt es einen Stadtrundgang im Rahmen der Augsburger Wege der Erinnerung. Da findet man auch dann die Details, unter anderem über unsere Homepage, ich glaube auch über die Erinnerungswerkstatt. Die Broschüren zu dem Thema gibt es hier kostenlos, wer sie noch nicht hat. Sehr interessant, da sind eben Stadtrundgänge drin, die an Erinnerungszeichen, Stolpersteine und andere, wo man die Zeichen besucht und darüber mehr erfährt. So, habe ich alles? Ich glaube schon. Danke, schönen Tag.